Ein KI-Artwork-Skandal jagt den nächsten und wer weiß, wie viele CEOs jetzt in diesem Moment bereits von komplett KI-generierten Rollenspiel-Abenteuerbüchern träumen, die wir dann auch noch kaufen werden. Ist KI für unser wunderbar analoges Hobby ein Fluch oder doch ein versteckter Segen? Finden wir es heraus. Mein Name ist Pete und in diesem Video lernst du, wie du KI-Tools nutzt, um deine Kampagne vorzubereiten und Ideen zu entwickeln. Und ich wünschte, das wäre alles, worum es in diesem Video gehen muss. Nur je länger ich recherchiert habe, desto deutlicher wurde mir, dass wir als Community eine aufgeklärte Diskussion über das Thema KI brauchen. Und ich hoffe, dass dieses Video dazu beitragen kann, dass wir gemeinsam diese Diskussion führen können. Deswegen starten wir nicht mit den nützlichen Tipps und die kommen noch, sondern schauen uns erstmal an, was KI-Tools eigentlich sind. Also beginnen wir mit einer neuen Episode eines Formats, mit dem wir ohnehin ständig verglichen werden. Wie bei jedem anderen Werkzeug auch, ist es zumindest grob hilfreich, wenn du weißt, wie es funktioniert. Also, wie funktionieren KI-Tools? Die beliebtesten KI-Tools sind sogenannte Large Language Models, also große Sprachmodelle. Das Programm wird erstmal mit einer unfassbar großen Menge an Texten geschult. So lernt es, woraus Sprache besteht und welche Formen sie annimmt. Und wenn ich sage unfassbar große Textmenge, dann meine ich ein Startvolumen von 300 Milliarden Worten. Zum Vergleich, die gesamte Wikipedia besteht aus schmalen 4,5 Milliarden Worten. Und diese 4,5 Milliarden Worte aus der Wikipedia stecken natürlich auch in den Trainingsdaten von dem Marktführer ChatGPT. Neben Millionen urheberrechtlich geschützten Texten. Yeah. Und dann wird das Modell trainiert. Nicht mit Hanteln, sondern mit Stochastik. Dabei lernt das Modell, welches Wort wahrscheinlich auf das vorherige folgt, um einen verständlichen Satz zu formen. Das Modell lernt auch Kontext, indem es erkennt, welche Wortfolgen wahrscheinlich zu einem eingegebenen Prompt, also einer Anfrage, passen werden. Das erfolgt durch eigens dafür kreierte Programme und zu einem kleineren Anteil auch durch menschlichen Input. Was das Modell also im Kern lernt, ist Wahrscheinlichkeit. Es versteht keine Fakten, es versteht keine Sprache und es versteht nicht mal, was es selbst produziert. Es puzzelt lediglich zusammen, welche Wortteile wahrscheinlich zu deiner Anfrage und zueinander passen. Bin ich jetzt absichtlich mega fies zu dem Multimilliarden-Dollar-Chatbot? Nein, ich möchte nur verhindern, dass du, anders als so ziemlich alle Medien, verstehst, worüber wir hier eigentlich sprechen, nämlich eine sehr weit fortgeschrittene Form von Autocorrect. Denn diese künstlichen Intelligenzen sind zwar künstlich, so wie alles, was Menschen schaffen, aber ohne menschlichen Input und ohne menschliche Lerndaten können sie überhaupt nichts ausgeben. Vor allen Dingen sind sie aber nicht intelligent, denn anstatt Probleme zu lösen, setzen sie nur die wahrscheinlichste Kombination ihrer Trainingsdaten zusammen, die zu deiner Anfrage passen könnte. Wahrscheinlich. Und wenn du dich jetzt fragst, warum wird denn dann so vehement davor gewarnt, dass dieses fancy Autocorrect die Menschheit unterwerfen könnte und uns alle vernichten wird? Die Antwort ist, dass milliardenschwere Konzerne ein großes Interesse daran haben, dass genau diese Technologie unausweichlich und supermächtig und unfassbar gefährlich wirkt. Denn das macht diese Technologie wertvoller. Fancy Autocorrect, aber die Dinge, die es kann, sind beeindruckend. Du musst immer dran denken, es ist das Infinite Monkey Theorem, nur dass du dich damit unterhalten kannst. Andere Tools, die statt Texten Bilder oder bald fotorealistische Videos ausgeben, basieren auf exakt dem gleichen Prinzip. Große Datenmengen, programmatisches Lernen und ein bisschen menschlicher Input und schon gibt das Tool die wahrscheinlich passendste Antwort zu deiner Anfrage aus. Und was bringt dir das jetzt für dein Rollenspiel? Naja, du kannst ChatGPT bitten, deine nächste D&D-Sitzung vorzubereiten. Und dann tut es das. Du kannst Google Gemini bitten, dir 15 NPCs zu kreieren und dann tut es das. Du kannst Perplexity bitten, einen fairen, aber spaßigen Kampf für deine Stufe 4 Gruppe zusammenzustellen und dann tut es das. Wahrscheinlich. Denn sobald wir uns die Ergebnisse genauer anschauen, stellen wir fest, dass da Dinge drinstehen, die nicht hilfreich sind oder nicht richtig oder beides.
Aber das ist gar nicht das Problem. Du könntest ja mit den Ideen weiterarbeiten und sie als Inspiration nutzen. Das Problem ist das, was wir gerade gelernt haben. Diese Tools spucken per Definition das Wahrscheinlichste aus. Und wahrscheinlich ist das Gegenteil von spannend. Ein generischer Sprachgenerator generiert generische Sprache. Wer hätte das gedacht? Ist es also komplett nutzlos für dich als Spielleitung? Nein. Ich zeige dir gleich ganz konkrete Anwendungsfälle, die ich persönlich schon nutze und auch als nützlich empfinde. Aber vorher sprechen wir über den Elefanten im Raum. Bei LLMs können wir mit viel Wohlwollen behaupten, diese vielen, vielen urheberrechtlich geschützten Texte dienen ja eigentlich nur dem Erlernen von allgemeinem Sprachverständnis und nicht der Reproduktion der besagten urheberrechtlich geschützten Texte. Aber bei KI-generierten Bildtools sieht das komplett anders aus. Hier gibt es gleich mehrere Anbieter, deren Geschäftsmodell darauf basiert, kein Werkzeug zu sein, sondern die Arbeit der menschlichen KünstlerInnen 1:1 zu ersetzen. Und das Perfide ist, diese Tools wurden natürlich auch mit nicht lizenzfreien Bildern trainiert. Und Anbieter wie Midjourney bieten mittlerweile Tools an, die es dir erlauben, 1:1 den Stil einer bestimmten Person zu imitieren. Und nein, ich verurteile dich nicht dafür, wenn du ein paar Porträts für NPCs hast generieren lassen und die zu Hause am Spieltisch benutzt, die du wahrscheinlich sowieso nie bei einer kunstschaffenden Person in Auftrag gegeben hättest. Ich habe das vor einigen Jahren selbst gemacht, als diese Tools noch ganz neu waren und diese Porträts in einem unserer One-Shots, den wir gestreamt haben, genutzt. Aber seitdem hat sich eine Menge geändert und das Wichtigste ist, wie Kunstschaffende auf diese Tools und die dahinterliegenden Unternehmen blicken. Also, wenn du darüber mehr erfahren möchtest, empfehle ich dir ganz, ganz dringend das Video von Yes, I'm a Designer zu schauen, das wir dir unten verlinkt haben. Es ist gleichermaßen faszinierend und beängstigend. Ich finde es aber wichtig, dass du und ich und wir als Community diesen Aspekt auf keinen Fall ausklammern. Manchmal passieren Dinge um uns herum, zu denen wir nicht keine Meinung haben können. Und diese Technologie ist einer dieser Momente. Denn die bloße Existenz dieser Tools hat schon jetzt riesige Konsequenzen für kunstschaffende Personen auf der ganzen Welt. Und ich kann dir ein Beispiel aus unserer schönen Pen & Paper Bubble darlegen. Auf Patreon gibt es super kreative Menschen, die Battle Maps, Itemkarten und Papierminiaturen und viel, viel mehr für dich und deine Rollenspielrunden erstellen. Kreative Menschen, die coole Sachen für die Community tun und dafür ein paar Euro im Monat verdienen, indem sie sich von der Community unterstützen lassen. Dinge, die dein Spiel interessanter, lebendiger und spaßiger machen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwierig es ist, auf diesen Plattformen genug Support zu erhalten, um überhaupt kostendeckend zu arbeiten, geschweige denn, irgendwann davon leben zu können. Das schaffen die allerwenigsten. Und für viele ist es ein Traum, der daran scheitert, dass regelmäßig viel Content für dieses Projekt produziert werden muss und nebenbei noch einen Vollzeitjob und die Familie Zeit brauchen. An dieser Stelle einen ganz lieben Dank an unsere Vorteilchen, die dieses Video und alle anderen ermöglicht haben. Weißt du, was gar nicht so schwierig ist? Jeden Monat 10 bis 20 KI-generierte Inhalte mit einem KI-generierten Text zusammenkloppen und ins Internet ballern. Schon jetzt gibt es etliche Accounts, die an keiner Stelle offenlegen, dass ihre Inhalte generiert sind, die genauso viel oder sogar mehr Support bekommen als echte Menschen, die echte Kunst schaffen und zum Teil Jahrzehnte gebraucht haben, um ihren Stil zu perfektionieren. Und du weißt bestimmt, eine gute Battlemap ist nicht nur Kunst, es ist Game Design. Um genauer zu sein, es ist Level Design. Die besten Maps kommen von Menschen, die selbst leiten und die ganz genau wissen, wie sie dynamische Kampfumgebungen schaffen und deine Gruppe auf absurde Ideen bringen können. Ein generatives Tool dagegen spuckt auch hier nur das wahrscheinlich passendste Pixelgemisch aus. Für die kleinen Creator bedeutet das, sie konkurrieren jetzt mit Leuten, die viel mehr Output haben, mit viel weniger Arbeit. Und das Schlimme daran ist, nichts hindert dich daran, 20 solcher Accounts zu erstellen und ganz viel von der kostbaren Sichtbarkeit abzuschöpfen. Denn das ist die Währung, auf die es eigentlich ankommt. Jetzt könntest du sagen, so what?
Betrug gibt es immer und jede neue Technologie wird auch dafür eingesetzt, um irgendwem das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und ich würde dir sogar recht geben, leider. Aber es geht nicht um die Leute, die das schnelle Geld wittern und ein paar komische Grifter-Accounts auf Patreon erstellen. Ich schneide gerade das Video und mir ist aufgefallen, dass das Beispiel, das jetzt käme, aus dem Brettspielbereich kommt und wir gerade ein sehr viel besseres, sehr viel aktuelleres aus unserer schönen Rollenspielecke haben. Also lasst uns doch lieber darüber sprechen. Während die allermeisten Rollenspielverlage KI-Artworks strikt ablehnen, sieht es bei dem größten Verlag etwas weniger deutlich aus. Wizards of the Coast hat zwar ebenfalls eine Policy, mit der sie AI-Artwork ausschließen und dagegen vorgehen, wenn sich herausstellt, dass von ihnen in Auftrag gegebene Kunstwerke mit oder mit Hilfe von generativen Tools gemacht wurden, aber Chris Cox, der CEO des Mutterkonzerns Hasbro, hat in einem Interview kürzlich davon geschwärmt, wie großartig es doch sei, die vielen Millionen Worte an Lore, Abenteuern und Charakteren mit generativer KI nutzbar zu machen. Und wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, wäre es nur naheliegend, das Gleiche für all die Artworks zu tun, die für D&D und Magic erstellt wurden. Hasbro hat zwar versucht, die Aussagen in dem Interview mit einem Statement abzuschwächen, aber sie schließen die Nutzung ganz offensichtlich nicht aus. Also, wie wollen wir damit umgehen? Wie bei allen technologischen Neuerungen ist auch diese Auseinandersetzung ein Prozess, der ein wenig andauern wird. Und ich für meinen Teil kann nur das machen, was ich gerade tue. Meinen Standpunkt darzulegen und um deinen zu bitten. Also schreib ihn in die Kommentare. Aber jetzt kommen wir endlich zu dem Teil, warum du dieses Video angeklickt hast. Nämlich, wie nutze ich KI-Tools für meine Rollenspielrunden und wie kannst du das nachmachen? Vor meiner Recherche war ich felsenfest davon überzeugt, dass es gleich Dutzende Anwendungsfälle für unser Hobby geben wird. Ich habe vorher gesehen, dass ChatGPT sehr gut übersetzen kann und ganz passabel Texte zusammenfasst, also dachte ich, dass so Rollenspiel-Stuff ein Klacks sein wird. Turns out, it was not a Klacks. Rollenspiel besteht aus Ideen. Und lass dir das einmal ganz kurz auf der Zunge zergehen. Kein anderes Hobby, kein anderes Medium hat einen so kurzen Weg von Idee zu Spiel. Ich kann eine Idee für einen NPC haben und eine Sekunde später bin ich dieser NPC am Spieltisch und meine Gruppe kann versuchen, diesen NPC zu erwürgen. Aber was, wenn ich keine Ideen habe? Dann frage ich halt ChatGPT und Konsorten. Aber wie wir vorhin gesehen haben, bekommst du dann generischen Output. Das haben wir ja jetzt ganz oft wiederholt. Jetzt muss generisch nicht unbedingt was Schlechtes sein, denn entweder der Output ist okay genug, dass er dich auf deine eigenen Ideen bringt, oder er macht dich so wütend, weil er so schlecht ist, dass du sagst, dieser Maschine zeige ich's und aus Trotz haust du die geilste Idee aller Zeiten raus. In beiden Fällen hat dich das Tool dazu gebracht, Ideen zu entwickeln. Irgendwie. Ich habe für mich aber auch einen richtigen Anwendungsfall gefunden, oder besser gesagt sogar zwei. Wenn du schon Ideen hast, und die hast du ganz bestimmt, dann kannst du deine Ideen in ein KI-Tool eingeben und es bitten, darauf aufzubauen. Ganz so, als würdest du dich mit einer Person unterhalten, einer echten Person, und sie um Feedback oder ihre Meinung bitten. Wie machst du das? Indem du dich daran erinnerst, was wir vorhin gelernt haben. Die Tools spucken das Wahrscheinlichste aus. Also solltest du so konkret wie möglich das Tool anweisen, genau das zu tun, was du benötigst. Ein Beispiel. Du kannst ChatGPT bitten, 5 NPCs zu generieren, die für deine D&D-Kampagne sein sollen, die an der Schwertküste spielt. Oder du gibst dem Tool nicht nur ein paar Zusatzinformationen zu deiner Kampagne, nämlich wo sie spielt, sondern vor allen Dingen gibst du dem Tool ganz genau vor, was du brauchst. In diesem Fall habe ich nicht nur ein paar Namen gewollt, sondern auch ein paar Eigenarten, die ich am Spieltisch ausspielen kann. Wie praktisch ist das denn? Und vor allen Dingen Probleme, die meine Gruppe lösen kann. Denn das macht die Charaktere erst so richtig interaktiv. Wir sehen im Vergleich, wie unterschiedlich der Output ausgefallen ist. Aber du musst dich damit nicht zufrieden geben. Weise das Tool an, auf diesem Output aufzubauen. Wie gesagt, nutze es als Ideen-Sparingspartner. Du kannst die Charaktere alberner oder ernster formulieren lassen. Du kannst die Probleme schwerwiegender machen oder bei einem spezifischen Problem mehr Verbindungen zu den anderen Charakteren herstellen lassen. Du kannst die Ideen, die dir während dieses Prozesses kommen,
eintippen und das Tool bitten, sie mit den anderen bereits erstellten Charakteren zu verbinden. Aber auch hier gilt, je spezifischer deine Anweisung, desto besser funktioniert es. Und meiner Erfahrung nach funktioniert es am besten, wenn du dem Tool vorgibst, was es in welcher Reihenfolge tun soll. Komisch, ne? Eine Maschine befolgt gern Anweisungen. Wir erinnern uns nochmal daran, worin diese Tools eigentlich gut sind. Das ist nämlich nicht kreative Arbeit, sondern im Generieren von der wahrscheinlichsten Antwort. Das ist auch der Grund, warum ein LLM auf die Anfrage "Kreiere eine Fantasy-Welt, die noch nie da gewesen ist", eine Welt schafft, die 2 Monde hat und in der es einen Konflikt zwischen Technologie und Magie gibt. Das habe ich noch nie gehört. Wahnsinn, oder? Also wo habe ich das schon mal gehört? Worin die Dinge aber gut sind, ist Regeln befolgen und Anweisungen abarbeiten. Deswegen sind sie vergleichsweise gut im Programmieren oder wenn es darum geht, standardisierte Tests zu bestehen oder ein Formular auszufüllen. Und das kannst du dir mit ein wenig Übung zunutze machen. Die Methode und die inhaltlichen Schwerpunkte musst du aber selber liefern. Oder du lässt dir von deinem Lieblings-YouTube-Kanal unter die Arme greifen. Der andere Bereich, in dem diese Schwäche zu einer Stärke wird, ist Fleißarbeit. Wenn das Abenteuer, das du leiten wolltest, extrem lange Fließtexte enthält, kannst du diese in Stichpunkten zusammenfassen. Sowohl Gemini als auch ChatGPT können super gut Tabellen erstellen und nach deinen Anweisungen auffüllen. Perfekt, wenn du einfach generische Wortlisten als Improvisationshilfe benötigst. Das ist super, um die Dinge zu kreieren, die du am Spieltisch griffbereit brauchst, aber auch um die Sachen zu sortieren, die du irgendwann um 2:30, halb wach in dein Handy gehämmert hast. Das machen alle so, oder? Anstatt also eine Viertelstunde an einer Tabelle herumzufrickeln, macht es das Tool in ein paar Sekunden. Ein wirklich echter Zeitgewinn. Yay! Und kombinierst du das mit dem eben gezeigten Ansatz, die Tools als Ideensparringpartner zu verwenden, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das gerade für Neulinge den Stress einer angehenden Sitzung deutlich reduzieren könnte. Aber vielleicht stehe ich auch komplett auf dem Schlauch und habe irgendwas total Offensichtliches übersehen und du musst mir jetzt unbedingt in die Kommentare schreiben, wie du diese Tools nutzt und was für Anwendungsfälle du gefunden hast. Danke dafür. So würde ich also LLMs für meine Sitzungen nutzen. Nutze ich KI Artwork? Nein. Der Hauptgrund ist, es gibt Stand heute kein einziges Tool, dessen Trainingsdaten hundertprozentig ethisch einwandfrei zusammengestellt wurden. Und wie wir vorhin festgestellt haben, macht der Marktführer unfassbar viel Geld damit, ganz gezielt den Stil von lebenden Kunstschaffenden zu imitieren, um diese zu ersetzen. Spätestens seit unserem Nicht-mehr-Projekt letztes Jahr, wo wir mit einer fantastischen Künstlerin zusammengearbeitet haben, weiß ich, was hier eigentlich auf dem Spiel steht. Tia aka Wanlau hat damals weit mehr gemacht als nur Character, Background, Concept und Key Artwork zu produzieren. Sie hat auf unseren und den Ideen der Community aufgebaut und sie mit ihren eigenen Ideen ergänzt. Sie hat komplett Neues geschaffen, die Welt nachvollziehbarer gemacht und Entscheidungen getroffen, die das Spielen im nicht mehr spaßiger und interessanter für alle gemacht haben. Sie hat den Antagonisten der Kampagne Mr. Denhoff nicht einfach nur gezeichnet und animiert, sie hat nebenbei einen kompletten Fashion-Style für die reichen Arschlöcher dieser Welt kreiert. Aber zittern mit den Knien, wenn wir stürmen. Weil sie ihre Erfahrung, ihr handwerkliches Können und ihre Empathie in das Projekt eingebracht hat. Und nicht einfach nur abgearbeitet hat, was wir ihr aufgetragen haben, sondern das geschaffen hat, was sie selbst in dem Projekt sehen wollte. Und dass das eine KI hinkriegt, ist nicht so wahrscheinlich. Weil Menschen so sind. Weil wir gerne Geschichten erzählen. Weil wir gerne Ideen austauschen. Und Kunst, egal ob Bild, Text, YouTube-Video oder Spielmechanik, ist ein Weg, um genau das zu tun. Deswegen nutzen wir für unser Projekt kein KI-Artwork mehr. Wir haben es in der Hand. Wir können entscheiden, dass, oh, du kannst eine Tabelle für mich machen, okay ist und oh, du ersetzt Kunstschaffende, nachdem du ihre Werke zur Basis deines Geschäftsmodells gemacht hast, nicht okay ist. Dafür sollten wir als Community miteinander sprechen und unbedingt mit den Kunstschaffenden sprechen und mit den Unternehmen, die uns auch in Zukunft ihren Quatsch verkaufen wollen. Und ich hoffe, dass dir dieses Video dabei hilft, genau diese Unterhaltungen zu führen. Wenn das so ist, lass uns ein Abo da und klick vielleicht auf dieses Video, wo es um unfaire Rollenspielkämpfe geht. Wie überaus passend. Oder vielleicht auch nur die wahrscheinlichste Ausgabe, die wir hier... Nein, das
kein Wort an diesem Skript ist KI generiert. Das kommt nur Quatsch bei raus. Bis zum nächsten Mal.